Das hier ist das Zeichen für sehen. Haben wir jetzt vor allen Dingen auch als Verb unter anderem benutzt in der Kundenlesung mit dem entsprechend noch hier fehlenden Okuligana Mielu oder Milu, aber eine weitere Variante schon vorweggenommen wäre. Mielu heißt alles sehen. Die mögliche Onlesung wäre Ken. Von der Schreibung her nicht allzu schwierig. Wir haben erstmal einen Kasten, in dem sich zwei Striche befinden. Und dann hier unten noch so zwei kleine Füße dran. Fürs verbildlichte Merken könnte man sich das ungefähr so vorstellen, dass wir hier ein Auge haben mit einem kleinen Lid drinne, was auf zwei Beinen steht. So könnte man sich dann ungefähr die Bedeutung sehen merken. Das würde also sozusagen hierhin umgemünzt. Das ist dann, ja, sozusagen, das Lid ist ein wenig eckig geworden, so genau wie das Auge. Und die Beine sind auch ein bisschen verkrüppelt, auf denen das Auge steht. Auf jeden Fall sieht man damit. Also weiß nicht, ob es euch hilft. Ich kann nicht unbedingt schön zeichnen. Von der Strichreihenfolge her nochmal wie folgt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Striche insgesamt. Neben der Kundenlesung, was die Verben angeht, die in irgendeiner Art und Weise was mit Sehen zu tun haben, habe ich zumindest ein Beispiel gefunden für die Onlesung. Und zwar folgende. Ein Zeichen, was auch schon bekannt sein sollte, von der Lesung her Sen. Und dann das soeben gelernte Auge. Sen Ken. Was übersetzt so viel heißt wie Voraussicht. Voraussicht. Ja, so viel zum Auge, dem Kanji für Sehen.